Dr. Michael Brunner war der einzige Präsidentschaftskandidat, der Berchtoldsdorf besuchte. Wir waren mit dabei. Michael Brunner folgte einer Einladung der Berchtoldsdorfer Bürgerliste. Ja, wie ich gehört habe, dass er kandidiert, habe ich mir gleich sofort gedacht, ich würde ihn sehr gerne in Berchtoldsdorf begrüßen, weil wir doch eine größere Bürgerliste sind und eine schöne Veranstaltung machen. Und deswegen ist er heute bei uns. Herr Brunner, warum treten Sie zur Bundespräsidentenwahl an? Weil ich in Österreich einen Systemwandel im Sinne des Rechtsstaates und der Demokratie herbeiführen möchte. Ich kann und werde es nicht tatenlos zulassen, wie dieses Land wirtschaftlich und rechtlich voll an die Wand gefahren wird. Und deswegen habe ich ja bereits ab 16. März 2020, als die Corona-Maßnahmen begonnen haben, mich aktiv für die Bevölkerung eingesetzt, Verfassungsgerichtshofbeschwerden für die Bevölkerung unentgeltlich geschrieben und dann auch verschiedene Organisationen, Anwälte für Grundrechte bzw. die MFG gegründet. Im Juli aber nur 31 Hitzetage. Ich bin seit einiger Zeit bei der MFG, weil ich sehr, sehr begeistert bin. Die MFG hat ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass die Impfpflicht gefallen ist. Und besonders Dr. Brunner, der immer für uns da war, der uns alles ganz genau erklärt hat, was wir machen müssen, wenn es wirklich zur Impfpflicht kommt, wie wir uns dagegen wehren können. Er hat alles ganz genau rechtlich vorbereitet. Und es waren auch jede Woche Riesendemos in Wien, wo wir immer dabei waren. Und das hat uns Kraft gegeben. Da haben wir gesehen, wir sind sehr, sehr viele. Und sie werden es nicht schaffen, uns alle zu zwingen und uns alle zu bestrafen oder einzusperren. Und schließlich hat das zum Erfolg geführt. Und deshalb werde ich alles tun, um die MFG zu unterstützen und Herrn Dr. Brunner insbesondere, weil so einen Präsidenten würden wir wirklich in Österreich brauchen. Was wären die wichtigsten Dinge, wenn Sie Bundespräsident werden? Die erste Maßnahme, die mir ganz wesentlich ist und die werde ich ohne Wenn und Aber durchsetzen, wäre die Entlassung der gesamten österreichischen Bundesregierung nach Artikel 70 Absatz 1 BVG, damit verbunden dann die Bestellung einer Übergangsregierung und dann wird es auch voraussichtlich zu Neuwahlen kommen, womit dann der Volkswille neu abgebildet werden können und wir neue Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat vorfinden. Bereits 50% der Bevölkerung möchten die Entlassung der Regierung. Diese Regierung bleibt ja nur deswegen im Amt, weil sie weiß, dass sie nach Wahlen enorm verlieren wird. Nur in den letzten zwei Quartalen. Sie zeichnen sich gerne als Volkspräsident. Was ist darunter zu verstehen? Ich habe mich deswegen so bezeichnet, weil ich mit dem Volk seit Beginn der Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen bin. Ich habe bei den Demonstrationen gesprochen und bin gemeinsam im Verbund mit der Bevölkerung durch die Straßen marschiert, über den Ring. Es waren damals ja bereits durch die diversen Gruppen hunderttausende Menschen auf der Straße, über mir ein Banner, flankiert von 40 kritischen Polizisten, die mich ja begleitet haben und vor allem auch, weil ich ja für die Bevölkerung seit Beginn der Corona-Krise aktiv tätig bin. Ich bin volksnahe und die Bevölkerung kommt auch zu mir, so wie ich zu ihr komme. Er ist für uns da. Er geht mit uns demonstrieren. Er kämpft für uns, für unsere Freiheit, für die Menschenrechte auf Unversehrtheit. Und das hat bisher kein anderer getan.